freue mich, dass heute wir ja sowas wie den zweiten Spatenstich am Frankenhof feiern können und dass wir dazu auch noch Gäste haben. Ich freue mich sehr, meinen Kollegen aus Jena herzlich zu begrüßen. Es ist heute sowas wie der zweite Spatenstich. Wir waren ja vor einem Jahr ungefähr schon mal hier und haben gesagt, jetzt geht's los. Und dann haben wir auch Bauzäune aufgestellt. Und dann ging es nicht los und mich haben in der Zwischenzeit viele Fragen erreicht, was ist denn da eigentlich passiert? Es ist ganz trivial, wir haben schlicht und ergreifend keine Baufirma gefunden, die für uns baut, weil die gesagt haben, wir haben zu viel zu tun und wir würden schon für euch bauen, aber zu Preisen, die wir nicht bezahlen wollten. Und jetzt bin ich auch schon bei der Enthüllung, weil man könnte auch sagen, es wird ein paradiesischer Ort. Dieses Du bist paradiesisch wollen wir hier jetzt enthüllen. In Jena hängt das an verschiedenen Stellen, an einer Stelle, wo sehr viel Verkehr vorbeikommt und dann guckt man so rechts aus dem Fenster raus und vorbeifahren und fängt an zu lächeln. Man hat gute Laune, wenn man da vorbeikommt. Und wir wünschen uns als Geschenk an die Stadt Erlangen, dass der Spruch hier genauso viel gute Laune verbreiten möge, genauso motivieren, vielleicht auch mal tröstet, solange die Baustelle noch Baustelle ist und danach soll es paradiesisch sein. So soll es werden. Vielen Dank.